Hallo, grüß euch. Schön, dass ihr wieder bei uns dabei seid. Heute ist ein wunderbarer Tag nach den Eisheiligen und ich möchte einfach heute Tomatenhäusl da hinbauen, habe kurz Zeit und improvisiere das jetzt, bevor der nächste Regen kommt. Ja, wie immer, das Werkzeugkistchen vorher hergerichtet. Was habe ich dabei? Ein Fuchsschwanz zum Ablängen, ein Beil zum Anspitzen, natürlich ein Akkubohrer und Schrauben, ein Hammer, ein Tacker. Und bewährt hat sich bei mir die Deltafolie. 2 Jahrzehnte und sie hält immer noch. Die ist neu. Ich baue jetzt ja das Tomatenhäusl neu auf. Bohnen und Tomatenstangen und Pfähle lagere ich hier. Und da suchen wir jetzt einfach die passenden für dieses Jahr aus. Ich habe jetzt die Folie am Boden ausgelegt. Die Maße sind 2 Meter breit und 2,25 Meter lang. Jetzt lege ich die Stangen drauf und kann die so befestigen, maßgefertigt und braucht dazu jetzt einen Fuchsschwanz und die Stangen. Und da fange ich hier schon mal an. So, jetzt habe ich die Stangen auf der Folie ausgelegt. Jeweils für das Befestigen hier einen 3 bis 5 cm breiten Streifen aus Saum gelassen. Jetzt bohre ich das vor und dann füge ich sie mit Schrauben zusammen. Damit die Stangen nicht splittern und auseinanderspringen, bohre ich jetzt da ein Loch. Jetzt haben wir ein Loch vorgebohrt und jetzt können wir den Spax da sauber. Das machen wir jetzt an allen 4 Seiten von dem Dach und dann geht's weiter. Um das Dach zu stabilisieren, füge ich jetzt noch 3 Zwischensprossen ein und lenke die jetzt ab und klemme sie so ein bisschen dazwischen. So, die letzte Bohrung, die letzte Schraube und das Gerüst für die Folie ist fertig. So, das war's. Um dem Rahmen Stabilität zu verleihen, fügen wir diese Hölzer an den Ecken ein. Bei einer Schraubenlänge von 4 cm müssen wir diese Hölzer noch ein bisschen abplatten. Die letzte Schraube. Und fertig. So, jetzt legen wir das hier aus, wo das Tomatenhaus stehen soll. Haben somit die Abmaße für das Dach. Die Tomaten können und mögen, dass sie jetzt ja am gleichen Standort stehen. Da waren sie letztes Jahr schon. Es ist warm hier, die Steine speichern die Wärme. Der Hang schützt vor Winden und die Lage hier ist auch vor Westwinden ein bisschen geschützt. Also man hat hier eine kleine Wärmefalle, in der die Tomaten gedeihen. Zum Vorlochen nehme ich eine schwere Eisenstange und schlage da schon mal die Löcher ein. Bis auf eine Tiefe von 40 cm. Pfahl. Und dann den stabil 40 cm. Und festtreten. Die vordere ist ein bisschen länger
Und die schlagen wir jetzt ebenfalls in den Boden ein, damit die stabil steht. Ich habe jetzt da das Gerüst oben drauf gelegt. Ist gut, wenn man jemanden hat, der einem dabei hilft, damit man diese Schrauben hier befestigen kann. Bohren vorher wie immer, anbohren und dann einen stabilen Spax oben rein. So, stabiles Dach. Jetzt können wir die Folie drauflegen, den Zaum umlegen und den am ganzen Kranz festtackern. Fertig ist unser Unterstand für die Tomaten, gerade noch rechtzeitig. Da oben hat schon der Donner gegrollt und es windet und regnet bald. Jetzt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein paar Likes da und bis zum nächsten Mal.